Liebe Martina, ein Thema, wenn man über Zukunft neu denken spricht, und es geht um Ernährung, ist natürlich biologische Ernährung. Ja, natürlich, etwas, wofür du ja gewissermaßen mit deinem Namen stehst. Was kommt da? Was muss man sich vorstellen, was das ist? Was kommt, in welche Richtung geht es in Zukunft? Ja, natürlich, das ist die Marke für Lebensmittel aus biologischer Landwirtschaft. Ja, das ist eine Marke, die haben wir jetzt fast 25 Jahre am Markt. Da waren wir die Ersten, die eigentlich Bio wirklich salonfähig gemacht haben und Bio wirklich den Leuten zugänglich. Das war eigentlich eine große Leistung. Und noch dazu haben wir sie mit Genuss und Lebensfreude verbunden. Weil früher, wenn man so ein bisschen zurückdenkt, hat es geheißen, naja, derjenige, der Bio isst, das sind so ein bisschen die Gestrigen, diejenigen, die Latzhosenträger mit den Gesundheitsschlapfen, die sich nichts vergönnen, die in der Askese leben. Und mit ja, natürlich haben wir es eigentlich genussvoll gemacht und haben gezeigt, man kann biologisch essen, sehr genussvoll essen. Und das war ein ganz wesentlicher Weg, diese biologische Landwirtschaft eben aus dieser Nische herauszuführen. Weil bei Bio, und viele Leute wissen es vielleicht heute noch nicht so genau, aber bei Bio geht es ja darum, wie wir mit unserem Boden, mit den Tieren umgehen. Dass wir eben den Boden, darauf schauen, dass der Boden gesund bleibt, dass man nicht so viel Chemie drinnen hat, keine chemischen Kunstdünger verwenden, dass man schaut, dass die Tiere gesund gehalten werden, das heißt, dass sie Auslauf haben, dass sie sich so bewegen können, wie es eigentlich ihrer Art entspricht, dass man keine Zusatzstoffe in die Lebensmittel hineingibt. Also, dass man schaut, dass man auf die Natur, die Pflanzen, die Tiere und den Menschen Rücksicht nimmt. Das heißt, es geht in dem Zusammenhang ja vor allem auch darum, Nachhaltigkeit im Auge zu haben, wenn man sich ernährt. Und nicht sozusagen die Ernährung einmal völlig abgekoppelt von dem Kreislauf, aus dem das Produkt kommt. Sehe ich das richtig? Und ist das auch etwas, was die Menschen auf dieser Welt gleich ernst nehmen? Oder gibt es da große Unterschiede, wo die Leute sagen, sehe ich so, und andere sagen, also mir ist das egal? Naja, nachhaltig ist das richtige Wort, weil die biologische Landwirtschaft ist eine nachhaltige Landwirtschaft, weil sie schaut natürlich darauf, dass es auch morgen auch noch was zum Essen gibt, dass die Kinder morgen auch noch wirklich eine gute Ernährung haben. Und natürlich, muss man sagen, ist es in der Welt unterschiedlich ausgeprägt. Und wenn man wirklich lange zurückgeht, dann würde ich meinen, dass früher einmal alles nachhaltig war, weil man ja gar nicht die ganzen Hilfsmittel der Industrie gehabt hat, um eine Landwirtschaft einmal nicht nachhaltig zu gestalten. Aber in der Zwischenzeit, die Leute sind immer mehr geworden, es gibt mehr Menschen zu ernähren, also kam die grüne Revolution, man hat einfach mit der Chemie mehr Lebensmittel zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, es ist mehr gekommen und man hat ja auch viele die ganze Ernährung eine Zeit lang in den Griff gekriegt. Nur wie man dann draufgekommen ist, dass die Böden verseucht sind, ja, dass die Böden ausgelaugt sind, vielleicht ist es besser so gesagt, dass das Grundwasser darunter leidet, dass die Leute krank werden, dann ist natürlich viel mehr auch wieder der Zug zur biologischen Landwirtschaft gekommen. Und die Leute sind heutzutage überlegter, sie denken mehr darüber nach, was essen sie, woher kommt unser Essen, wie wird es wirklich gemacht, wer steht dahinter, und da spielt natürlich Bio schon eine ganz große Rolle. Und du bist positiv in die Zukunft, wenn du in die Zukunft blickst, bei der Frage, werden die Menschen Nachhaltigkeit als einen Teil dieser Dinge sehen, oder sagst du, mal schauen, wie sich das entwickelt? Nein, da bin ich sehr positiv, weil die Leute sehen, welche Schäden eigentlich die konventionelle Landwirtschaft teilweise hinterlässt. Ja. Es sehen die Bauern, dass sie aus den Böden nicht mehr das herausbringen. Ja. Sie sehen, dass sie in Abhängigkeiten gekommen. Und ich glaube, es gibt ein Retourdenken, und das sieht man schon ganz deutlich. Man sieht es natürlich auch bei uns in Österreich. Man sieht, dass der Biomarkt der stärkst wachsende Markt ist, das ist das stärkst wachsende Segment, und man sieht einfach dadurch ganz deutlich, dass die Leute, wie gesagt, mehr Verantwortung nehmen, mehr Bewusstsein haben und dass es eben nicht egal ist, was man isst. Martina, herzlichen Dank für deine Antworten. Gerne.